Mein Name ist Lola Las Vegas. Willkommen bei Stichpunkt. Das ist ja gerade schon. Ja, genau, guter. Ja, sehr gut. Guter Stichpunkt, haha. was ich noch sagen wollte, mit den längeren Haaren, was du gerade erzählt hast, und ihr habt ja auch super geil hier alles dekoriert, sehr bunt. Ich gucke immer schon die ganze Zeit rum. Bin total abgelenkt, ehrlich gesagt. mit dem Stevie Nicks Poster, wie ist das denn? Habt ihr einen sehr ähnlichen Musikgeschmack oder ist es auch in verschiedenen Ecken? Das ist mal. Ich bin da eher noch so ein bisschen Johnny Cash mäßig und eher das Ruhigere und er hat schon dieses Heavy Metal und dieses Er hat auch mal eine Zeit lang in der Band gespielt, das war auch ganz cool, aber auch da war es eher ein bisschen rockiger. Also für mich schon fast wieder zu rockig. Ich höre auch gerne mal Deutsch. Ich finde deutsche Bands, gerade so die Newcomer, also dieses, was da so durchgepresst wird, das ist mir auch schon wieder too much, aber die Newcomer, die sind echt cool zum Teil. Ja, hast du da ein Beispiel? Also eine bestimmte Band, die du gerade gerne hörst? Ohrenfeind höre ich total gerne, die bringen jetzt auch bald wieder ein neues Album raus und Milliarden. Also Milliarden finde ich super, die habe ich jetzt durch Zufall mal im Mauerpark in Berlin kennengelernt und ich bin riesen Fan von denen. Und da würdest du auch direkt aufs Cover gehen? Ja, die sind einfach nur cool. Ja, definitiv. Cool. Ja, melde dich doch mal. Ich hatte von Ohrenfeind sogar das Angebot, aber es hat zeitlich gar nicht gepasst. Aber Mist. Vielleicht. Ja. Die machen ja noch ein paar mehr. Genau, schön. Covers und dann. Hattest du denn. Entschuldigung. Hattest du denn schon viele, sag ich mal, Payjobs, also Sachen, die sich auch dann wirklich finanziell rentiert haben? Oder war es eher so, dass du gesagt hast, ich habe viele Erfahrungen gesammelt, ich habe schöne Sachen gemacht, ich habe vielleicht mal, sag ich mal, Klamotten abgestaubt, weil ich ein Shooting gemacht habe? Oder war es auch tatsächlich mal, dass du gesagt hast, okay, es ist schon der ein oder andere Euro da drin in dem Ganzen? Wenig. Wenig. Ganz wenig. Also es ist eher so, dass ich bin da aber auch so, dass ich da meine konkreten Vorstellungen habe. Ich glaube, das ist mit das Hauptproblem. Also du nimmst auch nicht alles an, ne? Also nee, nur weil mal ein paar Euro drin sind. Ich find's halt schade, weil oft sind es ja die Fotografen, die entweder nicht so viel können, nicht so viel Kompetenz haben oder du musst halt schon dieses Limit erreicht haben. Dass sie dich zahlen, also dass sie dich bezahlen, um zu üben sozusagen. Genau. Und das ist immer so schwierig, da was zu finden. Ja. Klamotten bin ich eher so. Also bei richtig coolen Labels, wo ich hinterstehe, sage ich auch, schickt mir Klamotten, ich shoote das und ich schicke die euch wieder zurück. Da habe ich auch absolut kein Problem mit, weil ich es einfach cool finde. Also wenn ich richtig coole Sachen zugeschickt bekomme, Fotos mitmache, die Fotos richtig geil aussehen, schicke ich die denen auch gerne wieder zurück. Ja, ach so, cool. Dadurch. Oder darfst du auch manchmal was behalten? Oder sagst manchmal darf ich auch was behalten. Sehr gut, schön. Das ist auch ganz cool. Wie ist das mit, also ich habe ja schon gerade gesagt, wir haben schön Kuchen gegessen. Achtest du so sonst sehr auf Sport und auf deine Figur? Fühlst du dich auch vielleicht manchmal unter Druck gesetzt oder einfach von der ganzen Community oder von dem ganzen Model-Dasein, sage ich mal? Oder bist du da eher entspannt unterwegs? Ja, es ist bei mir eher so, dass ich auf meine Ernährung achten muss, weil ich Diabetes habe. Ah, okay. Und dadurch bin ich da schon so, eigentlich bin ich gezwungen dazu, drauf zu achten, weil wenn ich nicht drauf achte, langfristig geht das total schief. Ja. Und dann habe ich für mich entschieden, dass ich mich nur noch vegan ernähre. Mhm. Also ich habe über 10 Jahre mich vegetarisch ernährt und jetzt seit 2 Jahren lebe ich vegan. Und dadurch weiß ich gar nicht, ob man noch so viel zunehmen kann. Dass man bleibt nicht so viel über. Nee. Man ist irgendwie so eingeschränkt. Ich mache gerne auch Sport, bewege mich gerne auch und habe auch irgendwie ein Scheißgefühl, wenn ich es länger nicht gemacht habe. Ich bin auch eher so ein bisschen hippelig und eher unruhig und dadurch mache ich mir da gar nicht so viel Gedanken drüber. Mhm. Also wenn ich merke, okay, ich habe jetzt mal 3-4 Kilo zugenommen, dann denke ich mir schon, okay, die nehme ich jetzt auch wieder ab. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, ich muss unbedingt 50 oder 55 Kilo wiegen und nicht darunter. Das ist nicht so. Das schwankt bei mir immer, aber ich habe eigentlich die ganze Zeit nicht viel zugenommen. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, Diabetes bedeutet ja keinen Zucker, vegan bedeutet keine Eier, keine Milch. Wie hast du diesen Kuchen gemacht? Ja, also Diabetes ist ja mittlerweile so mit dem Insulin, ist das gar nicht mehr so eine Einschränkung. Also du spritzt auch? Ja. Ich habe einen Typ 1 und da bleibt mir gar nichts anderes übrig, als zu spritzen. Und damit ist das eigentlich, also ich bin jetzt nicht
total motiviert, dann niemals Kuchen, niemals Eis zu essen. Ja gut, das wäre ja dann auch langsam ein bisschen traurig. Ja, ne? Ich sag dann auch eher, dass ich mal so Tage habe, wo ich da mal was esse. Mhm. Und wo ich da mal sage, okay, heute ist er schlecht, das ist auch in Ordnung. Aber dann habe ich halt auch wieder eine ganze Woche, wo er richtig gut ist und wo ich nur drauf achte. Und er ist der Wert, ist also das der okay. Blutzuckerwert. Ja, genau. Ja. Ja, es ist, also ich könnte jetzt nicht sagen, ich verzichte auf alles, nur damit ich immer einen Wert von 100 habe, also einen perfekten Zuckerwert. Das, ja. Das ist nicht so. Also ist der sozusagen... wenn ich das jetzt mal überspitzt sagen darf, dein eigener Wert, also dieser Blutzuckerwert, ist dir weniger wichtig als die Tiere, die du schützt durch das Vegane. Also ja, du würdest ja. eher mehr Zucker essen als mehr Eier und mehr Fleisch. Ja, das ist schon so. Das ist halt mein Lebensstil. Also bevor ich mich, also der ist erst mit 22, habe ich erst Diabetes bekommen. Mhm. Zum Glück erst relativ spät. Mir tun ja immer die Kinder so leid. Ja, das habe ich auch schon oft mitbekommen. Ich habe echt Glück gehabt. Ich weiß nicht warum. Keiner weiß, warum ich das so spät bekommen habe. Es ist bei uns in der Familie. Ich wusste, dass ich es irgendwann bekomme. Also ich habe damit gerechnet, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, mitten im Examen. Ja, nein. Aber Stresssituation und sowas ist sowieso immer ja. was dafür. Aber Ach, du meinst, ja. kann das sein, dass dieser Stress auch teilweise vielleicht ein Auslöser war? Kann sein. Ja. Kann man kann nicht so eine richtige Ursache sagen. Also das weiß man bis heute nicht. Und es ist jetzt einfach so. Die ersten Jahre habe ich mich noch versucht zu wehren. Wie macht man das? So dieses trotzige Gefühl, dieses, oh, das ist scheiße, warum habe ich das, warum haben das andere nicht, warum dürfen andere alles essen? Ich esse jetzt so lange Snickers, bis das ja. weggeht. Das gibt auf. So ein Motto. Irgendwann merkt man dann, es ist kacke, es bringt ja. dann sowieso nichts, man muss damit leben. Und man gewöhnt sich auch dran. Also es ist einfach jetzt, es gehört dazu. Es ist für mich, mir sagen auch immer viele, ja, für dich ist das ja eigentlich gar keine Krankheit mehr, aber es ist es auch nicht. Also es ist noch nicht mal mehr ein Hindernis. Es gehört einfach dazu, es ist so und es ist okay. Man gewöhnt sich dran, ne? Es gibt auch viel, viel Schlimmeres. Also sich da ein bisschen... Ich hatte sowieso noch nie ein Problem damit, mich selber zu spritzen und dadurch war das auch okay. Ja. Das ist dann kein Problem. Wie reagierst du denn auf Stresssituationen, wo andere dann zum Schokoriegel greifen? Gibt's da irgendwas? Schoko fällt ja sowieso schon mal fast weg. Also es gibt natürlich... So durch die ganze Milch und so weiter. Sachen, aber dadurch ist mein Zucker auch eigentlich viel besser geworden, weil ich nicht mehr so viel... Es ist unfassbar, wie viel man zwischendurch isst, ohne es zu merken. Und das ging selbst mir noch mit dem Diabetes so. Dann denkt man, okay, den einen Schokoriegel, das fällt gar nicht auf. Den kann man mal eben essen. Ach krass, okay. Vom Wegen. Was passiert dann mit dir? Also wirst du dann so himmelig? Und wie ist das mit dem Zucker? Er geht manchmal hoch. Aber es ist jetzt nicht irgendwie... Du merkst es nicht körperlich, weil du schon drauf achtest. Wenn ich richtig hoch bin, merke ich das. Also es ist halt in so Sachen, die nicht vorhersehbar sind, wie Entzündung, Erkältung und so Geschichten, da geht er hoch. Und dann bin ich auch schon mal bös und genervt. Ja, okay. Aber... Also der Blutzucker geht auch hoch, ohne dass du was Bestimmtes isst? Also einfach durch die Situation bedingt? Durch Krankheit oder? Ja, durch Krankheit schon. Ach. Also Stress muss schon ziemlich viel da sein, bis es hochgeht. Also schränk dich so jetzt nicht ein, auch nicht bei Shootings, dass du jetzt sagst. Es ist selbst mit dem Essen, wenn ich mal eine Zeit lang dann nichts esse. Man sagt ja immer, diese Shootings, ich kann nichts essen, das sieht man direkt. Ja. Jeder kennt es. Und selbst da ist es jetzt nicht so, dass man, es ist auch nicht mehr so, dass man regelmäßig essen muss. Es hat sich einiges verbessert, auch mit dem Insulin und dadurch ist man gar nicht mehr so eingeschränkt. Ja. Wie ist es, nochmal der Stichwort, der Stichpunkt, wie ist es beim Trinken? Muss man da auch auf irgendwas achten? Also Bier Prost ist unfassbar, Prost, dass es Leute gibt, die schaffen Bier zu trinken, die Diabetes haben. Ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht warum. Was heißt denn schaffen? Die das mit einem normalen Wert schaffen. Bei mir geht der Wert durch die Decke, ich hatte einen total hohen Zucker durch das Weizen und kriege den dann nicht mehr runter. Und wenn man dann zu viel spritzt, dann ist man im Unterzucker. Also es ist schwierig. Deswegen Prosecco, Apfelwein. Apfelwein ist super. Für Diabetiker ist Apfelwein der beste Alkohol. Guter Tipp. Ja, okay. Apfelwein. Hast du die Krankheit oder diese Diabetes, hast du die auch irgendwo verewigt in irgendeiner Weise? Ich wollte mir immer eine Dartscheibe auf den Oberschenkel eigentlich noch wegen, machen. Da spritzt du wahrscheinlich? Langzeitinsulin geht über den Oberschenkel, aber ich habe es irgendwie noch nicht gemacht. Also bis jetzt habe ich es
Noch nicht verewigt. Ist wahrscheinlich auch eine schöne Art, damit umzugehen. Ne? Ja, also so ein bisschen selbstironisch, es zu verarbeiten. Ich meine, es wirkst jetzt nicht, als wenn du dich jetzt sehr davon einschränken lässt, aber... Das ist... Ja, wie gehst du normalerweise so an die Tattoo-Motivwahl ran oder was ist für dich so wichtig? Klar, Familie ist ja bei vielen, ne? Bei mir auch. Ja, jetzt habe ich meinen Veganarm, so mein Lebensstil Veganarm. Das ist leider ein bisschen entzündet und noch ganz frisch. Ja, das ist noch recht neu, ne? Ja, das ist noch ganz frisch und hat sich leider auch echt ein bisschen entzündet, aber Oberarm war hier die gleiche Geschichte. Also okay. Es gibt ja auch leider immer wieder Stellen, wo es einfach nicht so ganz gut heilt. Ja. Was steht da? Das ist jetzt das wilde Leben von Uschi Obermeier. Ah. Das ist so. Ich bin da jetzt ein bisschen unbefleckt. Was genau hat das mit vegan dann zu tun? Nee, das gar nichts. Hat nichts. Also das, okay. Das hat mit vegan zu tun. Ah, okay. Also das ist so alles, das Vegane. Free Bird Compassion is my strength. Genau. Sehr und hier gut. Jetzt noch die Sanduhr. Mhm. Das ist jetzt eher so mein Lebensstilarm und das ist mein Familienarm. Also ich drehe das schon ein bisschen. Also sozusagen, wo du herkommst und wo du hingehst oder wer du bist oder geworden bist. Genau. Schön. Ja. Was hast du sonst? Also was steht hier noch vorne? Hope never dies. Ah, sehr gut. Das ist auch eher noch auf meine Familie bezogen. Das war eine schwierige Situation, die sich zum Glück auch gut gelöst hat und bestätigt hat. Und dadurch, in der Psychiatrie kommt das, ich arbeite ja in der Psychiatrie, kommt das immer super an. Ja. Also ja, gut, das stimmt. Wie ist das, darf ich das fragen mit den Patienten? Also wie ist da die Reaktion, wenn du sagst, die ist eher positiv, auch vor allem bei dem Tattoo, weil die das ja wahrscheinlich auch brauchen, das ist jetzt zu viel gesagt, aber positiv annehmen, diese Aussage? Ja, also es gibt schon immer Patienten, die sind ein bisschen schockiert, erstmal von meinem Äußeren, aber ich finde es auch gut, wenn die das so äußern. Und nicht einfach im Wenn dann eher sowas kommt, oh Gott, ich hätte sie gar nicht so nett eingeschwitzt oder so, ist das finde ich dann schon wieder lustig. Okay. Das ist dann schon wieder cool und ich muss echt sagen, ich habe bis jetzt nur schlechte Erfahrungen mit Kollegen. Okay. Oder noch höher gemacht, aber auch eher in meinem alten Bereich, jetzt hier in Heidelberg nicht. Okay, also gibt es in Heidelberg auch eine... Ich sag mal Szene, also eine verbreitete Szene. Ich glaube, es ist nicht so ländlich und so dörflich. Also es kommt da auch schon öfters vor und ich finde es immer witzig, wenn ältere Leute kommen, aber auch die sind eher so, ach, wenn ich jünger wäre, würde ich das auch noch machen. Ja, die sind auch sehr süß, ne? Ja. Das stimmt, ja. Also insgesamt machst du jetzt hier auch kaum noch negative Erfahrungen. Ja, zum Glück. Ja, ist echt schön. Super. Also fühlst du dich hier auch wohler, oder? Ja. Also ich würde sagen, von meinem Lebensstil her perfekt wäre es in Berlin oder Hamburg. Mich zieht es auch nach Berlin oder Hamburg. Ich glaube, ich werde auch in einigen Jahren mal nach Berlin oder Hamburg ziehen. Aber jetzt gerade so fühlt es sich. Und dein Freund wäre da auch dabei. Habt ihr da schon drüber gesprochen? Ich hoffe. Ach, okay. Ich bin nur ein bisschen... Also jetzt der Appell. Also ich bin eher... Die so sagt, wir müssen in eine Großstadt, ich will in eine Großstadt dadurch. Ja, okay. Ja, da bin ich aber gespannt, wo wollte ich nächstes Mal besuchen. Und wie ist es mit deinen Eltern? Also, wie gesagt, familienarm kommt wahrscheinlich gut an, hoffentlich. und sonst, na, doch nicht, okay. Sonst? Also es ist halt, ich glaube, das Überwiegende kam von meiner Mutter, die war da total gegen. Es gibt ja... Oh. Öfters Eltern, die sagen, um Gottes Willen, keine Tattoos und das schränkt dich so ein in deinem Beruf. Aber es waren auch die ersten. Also nach den ersten Tattoos, als ich dann angefangen habe mit den Armen dann und geben sie irgendwann die auf. Hand war sowieso dann durch. Ich sage jetzt auch nur noch, weißt du was, ich habe alles tätowiert. Wenn ich jetzt verloren habe, dann habe ich verloren. Also lass mich doch einfach. Ja. Und mein Vater ist selbst tätowiert, aber auch der sagt dann eher so bei Frauen... Ach. Wo ich mir denke, hey. Mensch, das ist aber fies. Böse. Aber es ist mittlerweile. Also ich glaube, es gehört jetzt auch einfach dazu. Auch da fehlt, also hat am Anfang, glaube ich, diese Gewohnheit gefehlt, wo man das Gefühl hat. Also ich glaube, meine Mutter hatte einfach noch das Gefühl, ich kann da was retten, wenn ich genug Druck mache. Und irgendwann hat sie gemerkt, ja, egal, ich kann da nichts mehr tun. Was war das Erste, womit du ankamst? Das Erste, das wollte ich eigentlich schon. Ich habe meine Eltern lange gedrängt, mich schon vor 18 tätowieren zu lassen. Aber sie wollten nicht und ich wollte nicht zu jemand gehen, der das trotzdem macht. Trotzdem macht.
Und das war von Bela B., also die Ärzte, Bela B., der hatte ein Tattoo am Bauch und Bauchnabel rum und ich wollte das unbedingt haben. Und jeder hat mir immer gesagt, oh, wenn du Kinder kriegst, der Bauch, schlechteste Tattoo überhaupt, gerade das erste Tattoo. Yeah. Und ich habe es einfach durchgezogen. Also ich habe am 1. Mai wurde ich 18 und habe es dann, glaube ich, am 3. oder 4. hatte ich einen Termin und habe mir, ich habe dann auch zu meinen Eltern gesagt, ich mache da nur ein Sternchen hin, ganz kleines, und habe mir dann dieses ganze Tattoo stechen lassen. Ich habe mir dann einfach gedacht, jetzt oder nie. Ja. Und, und wie alt bist du jetzt, Wanda? Jetzt bin ich 27. Ach so, also hast du jetzt 9 Jahre Zeit? Ja, ich habe immer wieder Pausen dazwischen gemacht und jetzt will ich eigentlich jeden Monat ein Tattoo haben. Ach, also jetzt habe ich mir, ich habe halt ganz viele Motive im Kopf, aber irgendwie, man verschiebt das dann immer so gerne. Man sagt dann immer, ach nee, jetzt will ich erstmal wieder ins Schwimmbad und jetzt ist das Wetter zu schön und jetzt ist das. Ja. Und ich meine, ich will ja irgendwann komplett bunt sein. Ich habe die Bilder im Kopf und jetzt oder nie, denke ich mir gerade. Und dadurch habe ich jetzt gesagt, jeden Monat einen Termin. Und du sagst komplett bunt. Gibt es Stellen bei dir, wo du sagst, nee, die finde ich einfach so schön oder einfach weiblich oder die möchte ich nicht unbedingt voll tätowieren lassen. Das soll einfach für sich wirken. Also was ich nicht haben möchte, ist hier der Halsbereich. Die Seiten schon, aber nicht komplett vorne. Mhm. Und sonst, Gesicht ist jetzt nicht, dass ich komplett das ganze Gesicht, ich würde hier vielleicht noch ein kleines bisschen, aber ich würde jetzt nicht das komplette Gesicht, also das Gesicht ist tabu. Sonst habe ich eigentlich keine Tabus. Unter den Füßen fände ich jetzt auch nicht so toll. Ja, alleine vom Heilen her, aber. Ja, wenn man nicht hier gehen Gesicht, kann. Ja. Oder 3 Wochen deswegen ist auch schön. Könnte auch positiv sein, stimmt. Ja. Ich lasse mir die Füße tätowieren. Meinst du, es gäbe irgendwas, wo dein Freund sagen würde, nee, jetzt reicht's? Oder wir schränken uns da nicht ein. Also das ist auch von meiner Seite und auch von seiner Seite, wo wir sagen, dass ich finde auch, man darf jemand anderes nicht so einschränken, dass man sagen kann, okay, das machst du und das nicht. Besprecht ihr denn Tattoos? Also erzählst du mir manchmal, ich habe die und die Idee? Ja, ich hatte jetzt vor dem Termin hatte ich leider die Situation, dass ich gedacht habe, scheiße, ich wusste halt, dass ich diesen Text haben will, ich hatte den Termin, aber wusste jetzt nicht genau, wie mache ich das jetzt drumherum, und der hat ja auch gesagt, eigentlich war dann erst die Idee, die Rosen mittendrin und dann das wilde Leben drüber, aber das hätte halt, weil ich unbedingt diesen Schriftzug haben wollte von dem Buch auch, hat es nicht gepasst. Und also dann entwerft ihr auch zusammen teilweise, ja. Helft euch gegenseitig bei der Konzeptierung, Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. nee, super. Also erstmal vielen Dank gerne. Für die vielen Worte. Und es war sehr schön bei euch. Oder es ist sehr schön. Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen. Es ist darfst sehr gemütlich. Du. Ich gucke mir die ganzen Wände bleiben. Noch an. Ja. Ich sehe gerade ein Pferd mit Perücke. Ich bin verwirrt. Also wie gesagt, ich bin schon wieder total abgelenkt. Also ich wollte mich eigentlich auch nur bedanken, nochmal mit dir anstoßen und dich ganz kurz knuddeln, wenn ich darf. Auf jeden Fall. Prost und vielen lieben Dank. Ja. Die Kamera läuft. Läuft die Kamera schon? Ich mache jetzt läuft. Setze! So, läuft's? Halt, nein, stopp. Wir machen. Fände ich keine. Warte, du kannst sie. So. Merkst du, du kommst nicht zu Wort. Wie lange brauchst du noch? Und nicht zu benehmen. 2, 3 Stunden. Das fängt da gut an. Okay. Da, muss man da irgendwas beachten? Nee, hab ich schon. Ich hab den Mikrofon eingestellt. Hab schon beachtet. Wir singen noch ein bisschen was. Ja. Auf die Dame eingestellt? Ja, cool. Okay. Ja. Nächstes abgehauen. Was wir können jetzt erst mal. Guck erst mal an, das ist schlimm, oder? Ja. Bevor ich anfange. Ich mach hier mal dich, ja? Ich muss Drama machen, ey. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hab das halt aufgenommen. Aber ich muss jetzt erstmal aufs Klo. Ja, das kenn ich.